Ich wünsche dem neuen Verteidigungsminister Glück und Erfolg. Es ist für unser Land wichtig, sagte CSU-Parteichef Markus Söder am 17. Januar am Rande der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion. Damit hat er dem künftigen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Glück für seine Amtsführung gewünscht, obwohl er die Personalentscheidung gleichzeitig auch kritisiert hat. Söder betonte, dass viel Zeit mit der vorherigen Ministerin verloren gegangen sei und dass diese Zeit aufgeholt werden müsse. Es gebe eine Menge Arbeit für das Ministerium, da der nächste NATO-Gipfel anstehe. Pistorius sei aber offenkundig nicht die erste Wahl, sagte Söder. Der bayerische Ministerpräsident erklärte, dass mit der Wehrbeauftragten des Bundestages Eva Högel eine Kennerin der Truppe zur Verfügung gestanden hätte. Es sei damit auch klar, dass die Parität der Geschlechter in der Bundesregierung keine Rolle mehr spiele. Parität ist jetzt offiziell abgehakt von der Ampel, sagte Söder.